Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics. Und unter der letzten Rückenvideos, beziehungsweise speziell das, wo es um die V-Form ging, hat jemand gefragt, ob ich mal die Technik für Überzüge zeigen könnte. Also quasi ja, somit die gezielteste oder beste Isolationsübung für den Latissimus. Weil beim letzten Mal, wenn ihr das V-Form-Video nicht gesehen habt, ging es so ein bisschen darum, wie man spezielle Fasern vom Latissimus ansteuern kann. Und ich habe mir das Ganze jetzt auch mal hier beim Überzug überlegt, ob man Fasern ansteuern kann, beziehungsweise generell einfach, um euch zu zeigen, wie man hiermit perfekt den Latissimus isolieren kann. Denn gleich vorneweg, hierbei ist es um einiges schwieriger, Fasern genau anzusteuern. Ich erinnere nochmal, falls ihr das Video nicht gesehen habt oder falls ihr es gesehen habt, einfach als Erinnerung. Der große Vorteil, wenn ihr das einarmig gemacht habt beim letzten Mal, dieser Latzug, war, dass ihr euch quasi einmal in dieser Ebene den Lat trainieren konntet, also quasi den Arm nach unten ziehen und in die Neigung reingehen. Und ihr könnt von vorne ziehen, sodass ihr quasi hier die mittleren Fasern vom Lat hat und bei dieser Variante primär die unteren Fasern. Hier haben wir den Vorteil nicht wirklich. Wir können zwar ein bisschen spielen, darauf gehe ich gleich ein, aber wir können nicht wirklich mit Neigung arbeiten oder großartig mit Kraftwinkel, weil wir eben in dieser Kurve ziehen müssen. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Also ein Überzug wird euch heute ausgeführt. Ihr habt die Arme leicht angewinkelt, nicht gestreckt, leicht angewinkelt. Schultergelenk so ein bisschen locker, in keiner extremen Position. Also jetzt nicht nach hinten ziehen oder nach vorne, sondern einfach wirklich locker. Und guckt jetzt hier, dass ihr so ein bisschen Spannung in dem Bereich hier auf den Lat bekommt. Ihr seht, glaube ich, schon, wie ihr so ein bisschen rauskommt. Also hier ist der Lat gestreckt. Nochmal kurz zur Anatomie. Der Latissimus setzt hier an der Innenseite vom Arm an und geht komplett zum mittleren Rücken bis unten zum Becken. Also ist dieser gefächerte Muskel. Wenn wir jetzt quasi den Arm an diesen Teil vom Körper führen, also quasi hier nach hinten ranführen, dann ist der Latissimus involviert. Es geht nur darum, den Arm von hier oben, Armbeuge, hier hinten an den Körper ranzuführen. Ihr seht das auch hier, wenn ich den hier ranführe und anspanne, kommt der Lat da raus. So, und das machen wir jetzt quasi mit dieser Übung. Wir gehen hier in den Stretch und arbeiten aus dem Lat, also quasi versuchen die Armbeuge jetzt hier nach hinten zu führen. Und ich würde das Ganze auch nur bis hierhin machen. Also alles, vor allem wenn ich jetzt so geneigt bin, alles was jetzt hier drüber geht, ist mehr Trizeps, ist mehr hintere Schulter. Bei der Latissimus, also quasi der Kraftwinkel, der verändert sich hier. Bis hierhin habe ich noch wirklich den Latissimus vernünftig drin. Alles hier drüber ist jetzt Quatsch. Also quasi wirklich nur von hier, bis ihr den, also so wie ihr den spüren könnt, hier aus dem Latissimus, Arm nach unten. Hier aus dem Latissimus, Arm nach unten. Und ich sage extra Armbeuge nach unten, damit nicht Folgendes passiert. Ihr quasi die Schulter hier oben lasst und versucht, die Hände hier dran zu machen. Also diesen hier. Ja, weil dann habt ihr um einiges mehr Brust mit drin und Schulter. Es geht wirklich darum, hier hinten den Arm, die Armbeuge nach hinten zu bringen und dabei natürlich den Armwinkel gleich zu lassen. Also hier Armbeuge nach hinten ran. Nicht einfach nur Hände nach unten, ja, und die Schulter hier irgendwie so kommen lassen, weil dann könnt ihr hier aus der Brust, aus der Schulter arbeiten. Klar, auch aus dem Latissimus, aber das, den größten Vorteil habt ihr, wenn ihr hier Arme leicht angewinkelt und dann Armbeuge nach hinten. Armbeuge nach hinten. Armbeuge nach hinten. Und ihr habt den kompletten Latissimus mit drin und den Latissimus auch so gut es eben geht isoliert. Natürlich habt ihr die hintere Schulter drin, natürlich habt ihr den Trizeps drin, weil der natürlich diese Beugung hier halten muss, aber die Bewegung an sich kommt primär aus dem Latissimus. Jetzt zu dem Thema mit den Fasern, ja, wo ich so ein bisschen überlegen war, okay, wie könnte man das hinkriegen, wie macht das Sinn? Macht bei der Übung, finde ich, nicht wirklich viel Sinn, dafür eignet sich die andere aus dem anderen Video viel, viel, viel mehr. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, checkt das Video auf jeden Fall ab. Wenn ihr das aber manipulieren wolltet, müssen wir uns überlegen, okay, was passiert denn? Also wir hatten im letzten Video festgehalten, die unteren Fasern vom Latissimus, die ziehen den Arm halt mehr hier nach unten, weil sie verlaufen vom Arm hier nach unten, also irgendwie nach hier unten ziehen die unteren Fasern und die mittleren Fasern, die ziehen halt mehr in diesem Vektor hier. Das heißt, wenn ich natürlich den Kraftvektor jetzt an dem Kabelturm so ein bisschen manipuliere, dass ich zum Beispiel habe, der Kraftwinkel kommt von da und ich halte hier nach hinten, ja, beispielsweise in dieser Extremposition hier, das wären jetzt vor allen Dingen die mittleren Fasern, weil die unteren hier nicht mehr wirklich mithelfen können. Also der untere Latz, der Kraftwinkel, der so führt, der ist ja jetzt quasi komplett rausgenommen. Ja, die helfen vielleicht noch ein bisschen mit, aber primär arbeiten natürlich jetzt die Fasern, die wirklich straight den Arm nach hier hinten ziehen. Also wirklich die oberen Fasern vom Latissimus. Das große Problem hierbei ist jetzt, dass wir hierbei einen so direkten Winkel haben, dass bei den meisten von euch wahrscheinlich der Trizeps zuerst versagen wird. Ja? Weil ich ja hier auch maximalen Hebel jetzt auf dem Trizeps habe. Was ich natürlich bei der anderen Variante, die ich beim letzten Mal gezeigt habe, wo der Arm gebeugt ist, nicht habe. Das heißt, ich kann zwar hier an der Überzugübung hier irgendwie manipulieren, im Sinne von, so habe ich die mittleren Fasern drin. Oder wenn ich zum Beispiel in die andere Position gehe und sage, okay, ich will primär dieses Arm nach unten ziehen habe und arbeite primär hier in dieser Range, jetzt sage ich mal, ja, und konzentriere mich wirklich darauf, dass ich hier nur den Arm
mehr nach unten ziehe, dann habe ich vielleicht etwas mehr die unteren Fasern mit drin. Problem ist aber, in beiden Varianten habe ich einen direkten Winkel auf den Arm und somit wird wahrscheinlich der Trizeps zuerst nachgeben und so eine wirkliche Isolation bekomme ich gar nicht hin. Eben aufgrund von diesem Trizeps und aufgrund der Geschichte, dass ich hier gar nicht diese Zugrichtungen gezielt ansteuern kann, weil der Hebel eben so lang ist. Dadurch, dass der Hebel so lang ist, habe ich halt keinen direkten Hebel, also keinen direkten Kraftwinkel und kann es nicht wirklich ansteuern. Okay Leute, das war es also zum Thema Überzug. Eine sehr, sehr, sehr geile Isolationsübung, aber für den gesamten Latissimus aufgrund von dem langen Hebel, des limitierenden Faktors durch den Trizeps. Wenn ihr es isolierter machen wollt mit dem Phasenshit, guckt das andere Video. Wenn ihr den Lat einfach komplett im Gesamten isoliert trainieren wollt, ist der Überzug eine geile Variante. Könnt natürlich dann auch ein bisschen mehr mit dem Stretch arbeiten oder achtet aber darauf, dass ihr hier in der Armbeugung versucht, den Arm an den Körper ranzuführen, nicht den Ellbogen, nicht die Hand, sondern wirklich hier in der Armbeugung, wirklich hier die Arm bis nach hinten zu führen, natürlich dann mit gestrecktem Arm und dann habt ihr eine sehr, sehr geile Isolationsübung für den Latissimus. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, liked das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.